Ja, da sind wir wieder. Chronik-Café, Heinrich Vogler, Teil 2. Und er guckt. Er guckt in die Ferne und wir haben mal nachgeguckt in Worpswede. Nicht wahr, Caroline? Wir sind auf seinen Spuren in Worpswede. Ja, wir haben uns auf den Weg gemacht und einfach mal die Wege von Heinrich Vogeler verfolgt. Und wenn man in der Bergstraße spazieren geht, dort steht seine Büste, die wir jetzt auch im Bild sehen. Und ich habe in dem Buch von Walter Hund, jemandem, der auch auf dem Bakenhof gelebt und gearbeitet hat, eine schöne Beschreibung auch von Heinrich Vogeler gefunden. Er trug einen handgewebten schwarzen Beiderwandrock mit einer weißen Biedermeierkrawatte, die von einer Gemme gehalten wurde, dazu Stiefelhose und Wickelgamaschen. Seine Gestalt wirkte zierlich, obwohl er etwa 1,75 groß war. Vielleicht lag es an dem Gesicht, das mit seinen großen Augenbögen, den tiefliegenden Augen, mit der geraden, kurzen Nase, mit der feinen, etwas zurückfliehenden Kinnpartie war. Ja, und da sehen wir ihn im Bild, wie er gestaltet worden ist. Deckt sich doch ein wenig mit dem, was Walter Hund beschrieben hat. Tja, Heinrich Vogler in der Bergstraße. Wenn Sie häufiger Worpswede-Besucher sind, haben Sie ihn bestimmt da schon mal gesehen. Gut, doch, reden Sie sich nicht mit der Baustelle raus. Die Baustelle ist da an der Stelle schon so gut wie erledigt. Heinrich Vogler, im Teil 1, erinnern Sie sich vielleicht, waren wir in Bremen unterwegs und haben mal geguckt, wo er aufgewachsen ist, sein Elternhaus. Und man denkt natürlich bei Worpswede dann gleich immer, jo, an den Bakenhof. Und sag mal, wie ist er immer vom Bakenhof eigentlich hier unterwegs nach Bremen gewesen? Naja, er ist häufig geritten, weil Alfred Walter Heimel hat ihm einen Hund geschenkt, einen Windhund, eine ganz spezielle Art, den kann man auch auf diesem schönen Foto mit allen dort versammelt sehen. Und er hatte ein Pferd von ihm bekommen und mit dem ist er tatsächlich immer flott nach Bremen geritten. Also keine Autos, die da heute vorbeireiten, sondern iu, der Bakenhof. Sie sehen ihn nur, wenn Sie auf der R27 vorbeirasen. Da kommt immer rechts dann der Hinweis auf Worpswede und da sehen Sie den Bakenhof. Ja, in Worpswede sind seine Ideen gesprudelt, 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 gesprudelt. Unglaublich viele hat er gemacht und als einer der einzigen eigentlich hat er auch eine Dame von vor Ort geheiratet, richtig? Ja, genau. Er hat dort geheiratet und drei Kinder haben sie zusammen gehabt. Martha Vogeler, eine Lehrerstochter. Ja, drei Töchter, Bettina, Mieke und Mascha. Aber kommen wir mal eben auf das aktuelle Bild, was wir hier sehen. In unserem Teil 1 hatten wir ja schon berichtet, dass Heinrich Vogeler unheimlich vielseitig war, unter anderem eben auch als Architekt. Und hier sehen wir die Vogeler Villa, die nach seinen Vorstellungen entworfen wurde. Genau, und wenn er die Blumen hätte entwerfen können, bestimmt, sie wären auch genauso schön, wie die Natur sie eigentlich auch entworfen hat. Er hat aber auch den Garten, der an der Vogler Villa dran liegt, gemacht und Metallarbeiten, das war, glaube ich, auch sein Ding, richtig? Ja, denn auf dem Bakenhof gab es ja auch so eine Art Metallschmiede, wo gearbeitet wurde. Es kam dann ja nachher, als Vogeler aus dem Ersten Weltkrieg wiederkam, hatte er ja sozusagen die Nase voll vom Krieg und wurde zum Pazifisten und hat sich dann so eine Art alternative Lebensform da aufgebaut auf dem Bakenhof, wo alles selber hergestellt wurde. Also Metallarbeiten, alles im handwerklichen Bereich, aber eben auch Gemüseanbau, Obstanbau, riesengroßen Garten. Da hatte er ein Faible für. Und das kann man ja heute beim Bakenhof auch noch sehr schön sehen. Genau, sehen kann man aber auch verschiedene Spuren von Familienmitgliedern. Wenn Sie hier so, das ist, Sie sehen es gleich besser. Das ist, in welcher Beziehung steht diese Dame zu ihm? Das ist das Feline Vogeler Haus und das erinnert eben an Feline Vogeler. Das war Heinrich Vogelers Schwägerin. Das heißt, Feline hat seinen Bruder geheiratet, Franz, der dann früh im Ersten Weltkrieg 1915, glaube ich, schon gefallen ist. Und sie hat dann eine sogenannte Kunstschau aufgebaut und zwar in dem Garten von Bauer Monsis an der Bergstraße. Also das ist in etwa da, wo das eben auch heute ist und da kann man sich informieren. Da ist die. Auf jeden Fall das Künstlerdorf, da gibt es viel zu sehen. Worpswede. Wenn Sie schon mal da waren, Sie überlegen schon, wo gibt es noch was von Heinrich Vogler?
Oh, da gibt es noch einiges, aber lassen Sie uns noch ein wenig weitergehen. Und ja, wissen Sie, wo das ist? Na, Sie werden es gleich sehen. Heinrich Vogler, einer der vielseitigsten Künstler überhaupt. Und eigentlich, er kommt ein bisschen zu kurz, richtig? Naja, er hat einen unheimlich interessanten Lebensweg genommen und es gibt ja die hochinteressante Chronik von ihm, wo er in dem Buch Werden, wo er seinen Lebensweg beschreibt. Und in dem Buch kann man ihn eben auch sehr gut kennenlernen, wie er sich verändert hat. Dann zum Pazifisten hin, der sich sehr für die Arbeiterklasse eingesetzt hat, der auch daran gedacht hat, dass die Arbeiter eine gute Lebensform haben. Hier sind wir übrigens jetzt gerade am Café Verrückt in Bobsnede vor der großen Kunstschau, wo auch etliche Bilder und Werke von ihm, sogar auch sein großes Werk, zu sehen sind, dass der Gottesdienst im Freien. Ja, genau. Also die große Kunstschau, das lohnt sich unbedingt mal, dort einen Besuch zu machen. Immer wieder interessant. Man kann viele interessante Dinge sehen. Es gibt wunderschöne Dinge auch zu kaufen, die man sich mit nach Hause nehmen kann. Und ja, ein schönes Komplexbild von Vogler. Vogler hat ja auch diese wahnsinnig interessanten Komplexbilder gemacht. Dort gibt es auch eine limitierte Auflage von Komplexbildern. Und in diesen Komplexbildern, man kann immer wieder eine Kleinigkeit neu entdecken. Wenn wir aber schon bei den Bildern sind und Sie sehen hier so ein typisches Motiv, sehen Sie heute, wir drücken bei unserer digitalen Kamera Pips auf den Knopf und alles ist fertig. Früher haben Sie sehr lange daran gemalt und Vogler, da kann man das Buch empfehlen aus dem Reklamverlag von Friederike Schmidt-Möbus. Da wird noch einmal schön beschrieben, wie lange Sie denn wirklich an diesen Bildern auch gemalt haben. Bei Wind und Wetter, weil der Rahmen war so groß, dass er durch keine Tür passte und in kein Atelier. Und bei Schlechtwetter, wie wir es ja auch in diesem Sommer bisher gut gekannt haben, mussten Freunde und Bekannte helfen, damit das Bild nicht in Gefahr geriet. Spaziert ist er auch sehr gerne. Und ja, hier haben wir so einen kleinen Tipp am Wegesrand, das Haus im Schluh. Genau, und Heinrich Vogler und Martha Vogler haben sich irgendwann getrennt, weil Heinrich Vogler ist seinen Weg sehr geradlinig gegangen. Er hat sich dann hin zum Kommunisten entwickelt und das passte einfach nicht mehr mit Martha und Heinrich. Und Martha Vogler ist hat dann ein altes Bauernhaus gekauft und ist dorthin versetzen lassen, das heutige Haus im Schluh. Dort hat sie mit den drei Kindern gelebt und hat viele Sachen aus dem Barkenhof mitgenommen. Die kann man heute dort auch noch besichtigen. Heinrich Vogler war sehr asketisch, er brauchte nicht so viel. Und ja, so wurde das alles dorthin transferiert. Aber sie hatten auch nach der Trennung trotzdem noch ein gutes Verhältnis, obwohl Heinrich da sehr drunter gelitten hat, vor allen Dingen auch durch die Trennung von seinen Kindern. Wenn man zum Haus im Schluh, in der Tat, man muss über die Straße, die wir eben gesehen haben, zu Fuß. Und es ist so, es gibt auch einen Hinweis an der Straße, bitte fahren Sie wegen der Staubentwicklung etwas langsamer. Dann trifft man auf diesen malerischen Stein. Man muss allerdings schon genau hingucken, sonst sieht man ihn nicht gleich. Naja, und dann biegt man um die Ecke und da ist es. Das Haus im Schluh. Seminarstätte, übernachten kann man dort, Ferienwohnungen gibt es dort. In the style of Heinrich Vogler und ganz ungewöhnliche Atmosphäre. Ja, genau. Das, ich war jetzt auch das erste Mal da, muss ich sagen, hat mich sehr angesprochen. Und da werden wir auch noch mal einen Ausflug hinmachen und natürlich auch ins Museum gehen. Sehen Sie diese wunderschöne Auffahrt, dort sind Sie dann wahrscheinlich hingeritten oder mit der Kutsche gefahren. Und dahinter schließen sich gleich weite Felder an, also ganz malerisch gelegen. Und wie du schon gesagt hast, Heinrich Vogler ist seinen Weg sehr geradlinig auch gegangen. Und diese Ausfahrt führte uns auch sehr geradlinig vom Grundstück, vom Haus im Schluh wieder herunter. Nun werden Sie sich sicherlich fragen, Moment, Bobsede, was ist das nicht? Gibt es da nicht noch etwas in Bobsede, was man auf jeden Fall eigentlich gesehen haben muss, was er auch gemacht hat, rundum wirklich mit allem, was dazugehört? Na, Sie, ja richtig, genau, nicht der Hafen. Das könntest du aussehen wie ein Hafen. Nein, nein, sondern, Caroline, du weißt, wo wir gehalten haben. Na klar, und zwar sind wir am Worpsweder Bahnhof, der kommt auch gleich ins Bild. Wunderschön gelegen, hergerichtet vor allen Dingen, bis vor kurzem eine gute Gastronomie drin gewesen. Jetzt gerade steht es leer, aber mit Sicherheit wird sich dort bald wieder was entwickeln. Direkt daran schließt sich eben die Bahnlinie an, da kann man heute mit dem Moorexpress langfahren, eine tolle Tour machen und die Natur auch genießen.
Genau, die Weichen dafür sind gestellt. Heinrich Vogler hat dann die Weichen für sein weiteres Leben auch gestellt. Er hat sich ganz klar geäußert und sein Weg ging Richtung Osten. Ja, Richtung Osten. Er hat einem sehr, wie du schon gesagt hast, asketisch gegönnt, hatte sich nicht viel. Er hat einen sehr unglaublich harten Lebensweg auf sich genommen. Und ja, da war nicht immer alles Gold, was glänzte, sondern das war auch schon mal der Haken bei der Sache, leicht rostig. Ja, Heinrich Vogeler ist dann nach Moskau gegangen. Er hat dort einen Auftrag, einen grafischen Auftrag bekommen. Und ja, wer weiß, ob er auf diesem Wege eben auch Worpswede verlassen hat. Das können wir heute nicht so genau sagen, aber es ist anzunehmen, denn er musste ja einiges mitnehmen. Wie gesagt, ist dann nach Moskau gegangen, hat dort gearbeitet und mit Sonja Machlewska dort gelebt im Kreml, denn ihr Vater war der kommunistische Führer Machlewski und dadurch konnten sie dort eben unterkommen. Genau, und Kopfsteinpflaster, wenn Sie glauben, das ist in Russland, nein, das ist in der Tat vom Bahnhof in Borsede. Und da sehen Sie ihn wunderschön, auch wieder äußerlich so hergestellt in den Farben. Und es wirkt ein bisschen im Dornröschenschlaf. Und es müsste jemand her, der das Haus wieder aufweckt und der das Haus mit Perspektive auch wieder aufweckt, weil das ist doch mal was, Borsede ankommen. Auf dem Bahnhof, auf dem sind sie irgendwie alle angekommen, oder? Ja, klar, da werden sie sich auch getummelt haben, so in Anführungsstrichen. Und es ist ja nicht der einzige Bahnhof, den Heinrich Vogeler entworfen hat, sondern in der Umgebung gibt es eben noch mehrere Bahnhöfe, wo er dann eben die Zeichnungen auch zugemacht hat. Genau. Und wenn Sie am Bahnhof aufsehen, man kann da übrigens wunderschön, wunderschön parken und von dort aus natürlich wunderschöne Ausflüge auch machen, dann ist das schon, wie ich finde, ein ganz erhebendes Gefühl zu wissen, er war da. Er war da und er war dort aktiv. Aktiv wurde es für ihn dann in Russland und wie gesagt, wir haben schon vermutet, hingeritten ist er nicht, zu Fuß gegangen ist er auch nicht. Wahrscheinlich wird ihn die Schiene in diese Richtung auch geführt haben. Und die Schiene führte ja auch natürlich einige andere Künstler aus Worpswede weg. Einige sind aber auch geblieben. Und wenn Sie heute ganz neu mal einen Eindruck davon bekommen wollen, wie das so ist, wenn man da wegfährt, dann hast du schon gesagt, dann nimmt man am besten den Moor-Express. Genau, da kann man sich einen schönen Tag dann mal gönnen und sich auch ganz individuell seinen Fahrplan zusammenstellen, wo man denn hin möchte. Also sozusagen, man kann auch mehrere Kleinode sozusagen an einem Tag erledigen. Genau, da sehen Sie ihn. Der Moor-Express, er setzt sich in Bewegung und unser Krone-Café setzt sich auch in Bewegung. Sehen Sie, den Drahtesel können Sie mitnehmen. Setzt sich auch in Bewegung und uns sehen Sie und hören Sie im nächsten Monat wieder. Heinrich Vogeler machte sich auf den Weg und naja, vielleicht als er denn das letzte Mal oder als er den Zug bestiegen hat, ob er, was meinst du, in Gedanken nochmal seine Wege am Bakenhof so entlang gegangen ist? Ach doch, das denke ich schon, denn das steht eben auch in seiner Biografie, in dem Buch Werden, dass seine Gedanken doch schon oft zum Bakenhof zurückgingen. Und es gab auch oder gibt zahlreichen Briefwechsel, den man dort nachlesen kann, wo er sich immer wieder erkundigt hat, wie es denn läuft auf dem Bakenhof, wo er sich Sorgen drum gemacht hat, wenn das Geld so knapp war oder wo man Geld herbekommen konnte. Also das hat er nie ganz vergessen, denn das war ja seine große Idee. Entschuldige, wenn ich hier unterbreche. Das ist, wenn Sie auf der A27 das nächste Mal fahren, das ist der Bakenhof. Sie fahren mit dem Auto hin und wir wünschen Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Ausgabe.